Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Forza Horizon 5. Nach dem quasi ersten Rennen sollen wir uns jetzt wieder zurück zum Festivalgelände begeben. Das machen wir mal und sammeln dabei mal ein paar Punkte. Hoffentlich in irgendeiner Art und Weise, dass wir so eine Bonuspunkte hier. Man, für jeden Quatsch kriegt man ja Bonuspunkte, ne? Für den Drift. So. Wenn man es dann übertreibt, zählen die Punkte immer nicht mehr, aber... Die 10 dann 1,6-fach, 1,7-fach. Man darf nur nicht irgendwo gegenknallen. Glaube ich. Also wie beim alten Horizon auch. Zack. Und... Ah, schau an. Wir haben einen Fähigkeitspunkt verdient. Und den kann ich jetzt einlösen. Erhalte sofort 300 EP, wenn du dieses Auto besitzt. Das besitze ich. Was anderes kann ich hier gar nicht anwählen, außer das. Ja, okay. Also ich muss hier anfangen quasi. Dann wählen wir den aus. Kriege ich 3000 EP. So, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Die kosten 3. Der kostet auch einer. Kriege ich ganz schnell wieder rein. Wir müssen hier nur ein bisschen fahren. Quasi. Oh, so natürlich nicht. Leute, so nicht. Wir müssen hier nur ein bisschen so fahren. Bisschen bescheuert. Mit Driften und so weiter. Dann kriegt man immer ein paar EP-Bonus. Man muss nur darauf achten, dass man nirgendwo gegenknallt. So, da ich aber auch gleichzeitig Straßen entdecken will, aber wir können ja trotzdem mal jetzt hier so ein bisschen runtergehen. Und dann machen wir mal ein bisschen Drift. Das war zu doll. Ah, zu doll. Okay, der zählt jetzt nicht mehr weiter. Manchmal muss man auch darauf achten, dass man Lieder abwartet, die im Radio gespielt werden. Wobei auch da die Frage ist, wann die gespielt werden. Also nicht immer. Gut, ich fahre jetzt erstmal wieder auf die Straße, glaube ich. Ja gut, Auto. Du magst das nicht so gerne, wenn man hier so über Sand fährt, ne? Kann ich auch verstehen. Alles gut. Hab ich gerade gesagt, wir fahren wieder über die Straße und tun's nicht? Na gut. Ah, wir kommen ja wieder auf die Straße. So, sind wieder auf der Straße. Hier bist du ein Kohleauto, ne? Gott. Route wird neu berechnet? Wieso? Hier vorne ist es doch. Machen wir. Da so. Ich habe hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Vocho chauffiert. Wir haben vor der nächsten Veranstaltung noch Zeit. Wen kontaktieren wir als erstes? Ist eine gute Frage. Sicher, dass wir den Zeitplan ich glaube, wir nehmen den zuerst. Den Sturm einmal. Ja, sonst das ist nicht so weit. Sehr gut in meinem Job, oder? Ah, so der... kann da nichts für. Das ist halt ein Beetle. Also ein echter. Das ist das einzige Fahrzeug, was ich vom VW wirklich mag. Fahren wir also hin. Nützt nichts. Geht klar. Ich sage Carmen, dass du ihr später helfen kannst. So. Aber eigentlich soll ich ja hier nochmal hin, ne? Ich soll ins Festival, oder nicht? Na gut, dann nicht. Haley hat mir einen Fahrer geschickt. Fahren wir da hin. Fahren wir da hin, holen uns den. Ich hoffe, wir kriegen den dann. Ohne, dass wir uns den kaufen müssen. Vielleicht müssen wir damit fahren. Der wird sich bestimmt richtig bescheiden fahren, aber das macht nichts. Weil, den hätte ich ganz gern. Ey, geh weg. In 400 Metern rechts abbiegen. So, in 400 Metern rechts abbiegen. So, in 400 Meter vorbei, da. Ja, okay. Das war rechts abgebogen. Leute, das war rechts abgebogen. Versuche jetzt nochmal die Kette ein bisschen aufrecht zu... Nein, schaffe ich nicht mehr. Schade. Die war schon auf. Aber immerhin gibt... Hier ist es schon. Kann noch zu weit fahren. Gab jetzt ordentlich EP-Punkte. Dementsprechend kann man das auch mal übertreiben mit dem Gas geben, ne? So. X, der Wocho. Wocho? Heißt das Wocho? Ocho, Woche, ne? Hilf Alejandra bei der Suche eines alten Autos. Das machen wir. So. Wie lange Zeit haben wir dafür? 10 Minuten, dann kriegen wir noch einen Stern. Ich bin gespannt, ob wir den finden. Hey, Lehrer, wie kann ich helfen? Hüpf in den Buggy. Ich erzähl's dir unterwegs. Okay, wir hüpfen in den Buggy und suchen, oder was? Das ist so wie bei Forza. Letzte Woche ging Ramiro hier, wo wir im Haus seiner Padres durch und fand dieses Foto. Er gab es mir, weil ich es sicher mögen würde, aber er hat wohl nicht bemerkt, was es war.
Okay, da hinten ist der Zielort. Wir haben Buggy. Was machen wir wohl? Mitten durchfahren, ne? Nix hier mit Straße. Müssen nur gucken, dass wir noch irgendwo gegenfahren. Ist der mexikanische Spitzname. Sehr schön. Mein Bisabuelo Fernando war der erste Torres, der ihn hatte. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich, so, und maximal 10 Minuten Zeit. Einmal. Ich hoffe, dass wir ihn dann noch finden. Wir schauen. Ist da irgendwas, wo wir rüber müssen? Oh. Bedeutet Urgroßvater, aber für die Familie ist er bloß Papa Fernando. Wir haben uns die getroffen, ultimative Zerstörung. Ah, super. Luca por autos. Du musst nämlich wissen, dass in Huacho in Mexiko wie ein Familienmitglied ist, das in der Garage wohnt. Papa Fernando liebte dieses Auto. Wenn das jetzt, wenn es jetzt schnell ging. Das muss definitiv hier sein. Das war schon, wir müssen gar nicht suchen. Das war schon angegeben. Die Stämme können ganz schön tremendous sein. Schauen wir mal. Also wenn wir ihn da gefunden haben, dann war das jetzt echt schnell. Ich dachte, wir müssen suchen. An diesem Ort, irgendwie in einem Umkreis. Ja, wunderbar. Das ist mal ein Scheunfund. Er ist wirklich hier. Wir haben ihn bisschen Rost. Schöner alter Motor. Aber der gute Boxer. Alter Schwede. So einen Käfer, okay, habe ich noch nie gesehen. Dann wohl kein normaler Boxermotor mehr. Naja. Das Wetter wird ungemütlich. Mir gefallen die Straßen nicht. Du fährst den Truck. Geht klar. War den Truck? Ich will nicht den Truck fahren, ich will den Beetle fahren. Ich muss eine neue Batterie einsetzen, Öl wechseln, Jantas, Loilettico. Okay, jetzt habe ich 10 Minuten Zeit, den zurückzubringen. Das ist ein Käfer. Zurück in die Garage, okay. Mit einem super... Wundern wird's mich nicht. Oh, ernsthaft? Ich muss einen LKW fahren. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich fahre jetzt rüber. Das wird der LKW wohl hinkriegen. Ich fahre jetzt nicht mit dem LKW hier nur Straße. Okay, und was ist das? Sieht nach einer Baustelle aus. Kommst du irgendwie dran vorbei? Ich denke, das kriege ich hin. Ah, wir springen da drüber. Auch machen. Siehst du... Was wirst du mit ihm machen? Ich hab muchas ideas. So ist das mit dem Mocho. Nicht nur ein Auto, sondern ein Lebensstil. Bonusfass. Es gab 1000 Punkte, weil ich das umgefahren habe. Na gut. Also, was ich gut finde an diesem Spiel ist, egal was du machst, ob du was kaputt machst, ob du gut fährst, du kriegst immer Fähigkeitspunkte. Und viele Sachen davon machen auch echt Spaß. Wenn man so ein bisschen durch die Valle Pampa driftet mit dem Auto, das viel zu viel PS hat, und da ein bisschen Platz hat, da durch die Gegend zu driften, ist schon lustig. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hier vorne. Okay. Den Truck hier. Den Rest übernehme ich. Was habe ich dir gesagt? Kapitel abgeschlossen. Gewisse Autos zu finden ist keine Magie. Nur harte Arbeit und Glückssache. Oder eine Drohnensache. Oh, naja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir den kriegen. Später. Diesen, oh, 3 Sterne, wunderbar. Dass wir diesen Käfer nachher auch wirklich fertig gebaut kriegen. Das wäre ganz cool. Ist zwar eine Möhre dann, aber den kann man sich ja sicherlich noch tunen. Wobei der sah jetzt nicht mehr aus wie eine Möhre. Der hatte ja so eine richtige Tüte da hinten dran. Warum auch immer. We will see. Tobi, fortsetzen! Gerd. Hey, Alexander. Oh, schaut euch mal an, was jetzt alles hier freigeschaltet wurde. Blitzer und betrachte sie als kleine Herausforderung. Die Rennen, wunderbar viele neue Rennen. Einfach alles beinhalten. Verdienst du dir genug? Ja, hier Kreisrennen, Rundstreckenrennen, Rip-Rennen. Also, womit möchtest du hier Flugplatz, Querfeld ein, Gefahrenschilder. Super. Liebe Leute, das und mehr seht ihr dann aber in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben und wenn ihr wollt, natürlich auch ein paar Spielekommentare und ein Abo. Bis dahin!